Hey Leute, was geht? Gaskrafter hier und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Sky Factory 4. Ich begrüße alle recht herzlich zurück. Heute sind wir in der Lost Cities Dimension mit unserer super coolen OP-Rüstung. Gestern haben wir diese Monstrosität hier oben gebaut und zwar unseren Energiespeicher. Das Ding ist schon ziemlich fett. Wir sind auch basically so gut wie fast fertig damit. Das heißt, uns fehlen noch die ganzen Zellen, die wir gestern noch gecraftet haben und auch die sind mittlerweile fertig. Wir haben unsere weiteren 1000 Induction Cells und die nehmen wir natürlich mal ganz kurz raus, denn unsere erste Amtshandlung als führender Sky Factory 4 YouTube-Typ, den ihr guckt, werden wir jetzt die Zelle hier drin mal komplett voll bauen. Das heißt, alle diese Sachen werden gefüllt mit Ultimate Induction Cells. Und das machen wir ganz kurz. Das wird natürlich ein bisschen dauern, weil diese Dinger unglaublich längen, wenn man sie platziert. Aber das machen wir trotzdem mal ganz kurz. Also ein bisschen was passiert und dann können wir weitermachen. Beziehungsweise, bevor wir das machen, bestellen wir noch was, denn wir brauchen hier für außen noch ein paar Induction Casings. Die sehen aus wie diese Blöcke hier, aber das sind diese Teile hier, habe ich auch schon Crafting jetzt ganz am Anfang angelegt und von denen brauchen wir 1500 Stück, so 1550 ungefähr. 1550 bestellen wir die, wir drücken auf Start. Eigentlich brauchen wir dafür gar nichts, also das Rezept sieht halt einfach wie Peanuts aus, wenn man das andere Rezept gewöhnt ist. Also ja, ich denke, das wird auch echt schnell fertig sein. Bei 1000 Energy Alloy und 1000 Steel, das haben wir so fertig, also ich glaube, das dauert keine Minute, das Ganze zu craften. Ja, wir können einfach mal zählen. Jetzt haben wir schon 4. Ja, wir haben gerade 40. Das heißt, ich warte mal und wir gucken, wann wir fertig sind. Und in der Zwischenzeit baue ich einfach die ganzen Dinger. Oh, das ging gerade tatsächlich sehr gut, ohne dass es geleckt hat. Surprise. Okay, ich sage, wir haben jetzt schon 500 Stück. Gucken wir nach. 700. Okay, 800, 900 und 1000. Heftig. Okay, also das geht wirklich sehr, sehr, sehr schnell, wie man sehen kann. Wir sind praktisch fertig mit den Dingern. Okay, cool. Wie gesagt, ich baue ganz kurz die anderen Zellen hier noch auf und dann können wir die Inductions ja heute vielleicht sogar wirklich fertig bauen. So, und hier haben wir unsere letzten Induction Cells, wenn ich alles richtig gemacht habe. Irgendwo müssen wir noch, genau, hier drüben haben wir nochmal ein Loch und das müsste jetzt hoffentlich die letzte gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube rein theoretisch schon. Und natürlich sind jetzt mittlerweile auch unsere Induction Casings fertig. Wir haben sogar ein paar mehr, aber das macht Sinn, weil wir natürlich von dem Rezept ein paar mehr mit dazu bekommen. Das heißt, wir nehmen uns die jetzt einfach mal alle raus und damit wollen wir jetzt als nächstes praktisch das ganze Ding hier oben runden. Wir brauchen noch Induction Ports, davon bestellen wir uns auch einfach mal 10 Stück. Ich denke mal, das kommt gut hin, also das ist vollkommen okay. Die Induction Ports sind nur dafür da, dass wir hier praktisch später unsere, die Energie rein und raus bekommen. Und uns fehlen natürlich auch noch Induction Provider, das heißt, die müssen wir auch noch gleich bauen. Aber da gucken wir dann auch sobald mal. Jetzt bauen wir erstmal die Zelle hier zu Ende. Und ich frage mich, ob ich das Ding hier mit dem Builderswarm bauen kann. Ich riskiere es einfach mal, mal gucken, weil das Ding ist jetzt echt nicht so teuer und ja, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass sich die Induction Cells hier drunter wieder komplett umwandeln. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Natürlich, wie gesagt, wir wollen das ganze Ding hier von umranden. Das heißt, 17x17 Blöcke, die wir hier wieder als Fläche praktisch mit dazu haben. Und dann können wir uns gleich das hier nehmen und das mit dazu bauen. Eieieiei. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet, aber ich glaube nicht unbedingt, dass ich mich verrechnet habe. So, warte, da gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier hin. So, und jetzt müssen wir eigentlich auch schon die letzte Fläche, die wir hier gerade hochziehen haben. Und dann müssen wir das Ganze praktisch schaffen. Jetzt müssen wir auch gleich auf die Blöcke, die in meinem Inventar sind, zugreifen. Yep. Und da ist der letzte. Perfekto. Okay, das sieht doch gut aus. Der Block ist komplett weiß. Das ist sehr, sehr schön. Später wird das dann auch noch zu einer Connected Texture. Das heißt, das wird nicht so bleiben. Jetzt natürlich nur die Frage, wo wir das ganze Zeug hinbauen. Wir haben unsere Ports. Die können wir natürlich auch irgendwo hinmachen. Gehen wir dafür einfach mal irgendwie in die Mitte hier von mir aus. Und dann machen wir mal hier einen Port, hier einen Port und dort einen Port. Und jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Induction Provider. Ein Induction Provider hat ein Auto-Braid von 13,1 Milliarden F. Das ist schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie viel wir uns davon bestellen. 10 Stück. 10 Stück sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Aber wir brauchen 7000 Energy Alloy. Aber egal, das sollte trotzdem relativ fix gehen, damit wir unsere Zelle überhaupt bekommen. Vielleicht hätten wir uns erstmal einen schlechten bestellen sollen, einfach nur damit wir eben generell. Habe ich mir jetzt Induction Provider bestellt? Ja, keine Induction Cell, ne? Genau, Capacity, das ist die Output Rate. Das wollen wir haben, richtig. Okay, dann müssen wir ganz kurz warten, bis die Dinger fertig gecraftet sind. Aber ich meine, auch das sollte, wie gesagt, relativ schnell gehen. So, ja, die 2000er Sachen, das sind echt nicht so viel. Das dauert vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Aber jetzt setzen wir erstmal unsere Ports hier dran. Und gucken mal, ob er sich dann schon zu einem Multiblock verwandelt. Und, na, sieht noch nicht so aus. Okay, normalerweise würden dann hier ein paar Redstone. Oh, doch! Oh nein, dann hat er gar keine Connected Texture. Das ist natürlich schade. Ich habe gedacht, er hat eine Connected Texture und dann wird er zu einem Multiblock. Das wäre cool, aber der wird eh, ihr wisst schon, eingebaut zu unserem Tetrahexaeder.
damit es hier cool wird. Aber ja, wir haben unser Ding komplett fertig. Also, wir können hier reinklicken. Rechtsklick, hier oben haben wir Statistics. Aber ich glaube, damit fangen wir jetzt noch nichts an. Dimensions 17x17x17. Perfekt, so groß, wie wir sie haben wollen. 3375 Cells, perfekt, so wie wir es haben wollen. Und wir haben hier eine Storing Capacity von 691,2 Tera-RF. Sogar genau das, was wir gestern ausgerechnet haben. Also, wir haben es nicht verrechnet. Das ist super. 691 Tera-RF. Eieiei, das ist natürlich schon einiges, aber wir haben keine Provider, das heißt, wir können weder Energie in den, in unseren Cube hier reingeben, noch können wir welche rausholen, aber das ändert sich natürlich, sobald wir hier die ersten Provider fertig haben, dann können wir die noch mit einbauen und dann können wir tatsächlich auch unsere Sachen anschließen. Also wir bräuchten jetzt eigentlich schon mal einen Point, den schnappen wir uns auch mal direkt. Ups, wo bin ich denn jetzt hin? Ich habe auf V und auf P gleichzeitig gedrückt. V, hallo? Ah, da sind wir, sehr gut. Hat kurz ein bisschen geleckt, dann nehmen wir uns einen Point. Haben wir gar nicht mehr. Oh mein... Okay. Nein, was ist denn jetzt passiert? Server closed. Okay, scheinbar wird der Server überhaupt nicht mehr. Ist jetzt gerade zum dritten Mal abgestürzt. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Es könnte an der Crafting-Zelle liegen, vielleicht aber auch an irgendwas. Also an einem Craft-Rezept oder vielleicht an der riesigen Energiezelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal die heutige Folge beenden. Ich hoffe, ich kriege den Server jetzt mal gefixt und dann sehen wir uns morgen wieder. Also da rein, habt einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.